Moin, mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von meinem Outdoor-Adventskalender Tipps und Tricks. Heute soll es darum gehen, wie man Blasen und einen Wolf vermeidet, die auf Wanderungen sehr nervig sein können. Viel Spaß mit dem Video! Um erstmal überhaupt zu wissen, wie wir denn Blasen und ein Wolflaufen vermeiden können, müssen wir natürlich wissen, wie diese überhaupt entstehen. Das Hauptproblem, wie Blasen auftreten, ist durch Reibung. Haut reibt aneinander, bildet Bläschen und dort läuft Entzündungsflüssigkeit hinein. Das Ganze nennen wir dann eine Blase und das ist auch ziemlich schmerzhaft und es nimmt einem auch irgendwie den Spaß beim Wandern ein bisschen, muss ich sagen. Ähnlich verhält es sich mit dem Wolf, der allerdings mehr eine Art von gereizter Stelle als eine Blase ist. Warum wird jetzt zum Beispiel empfohlen, dass man meistens nicht nasse Füße zum Beispiel haben soll zum Wandern? Das ist relativ einfach. Ihr kennt das vielleicht aus der Badewanne oder wenn ihr im Schwimmbad wart, dass eure Hände ganz schrumpelig sind. Das heißt, wenn eure Füße nass werden und schrumpelig, ist durch diese Kraterbildung, die dadurch ja passiert, Aneinanderreibung natürlich noch viel, viel schlimmer, als wenn eure Haut noch glatt wäre. Blasen entstehen so noch doller und schneller. Das heißt, um Blasen oder einen Wolf zu vermeiden, ist unser oberstes Ziel, Reibung zu vermeiden. Um einen Wolf zu vermeiden, gibt es also folgende Möglichkeiten. Da Radler dieses Problem mit dem Wolf zwischen den Beinen noch viel stärker haben als Wanderer oder allgemein Outdoorer, haben sie natürlich auch schon viel früher dagegen etwas entwickelt sozusagen, und zwar einfach eine sehr eng anliegende Kunststoffhose, wo dann die Beine hier vorne drin sind und sozusagen aneinander am Kunststoff reiben, womit die Reibung der Haut fast komplett vermieden wird. Ich benutze ab und zu auf Wanderung dann auch gern so eine Radlerhose zum Unterziehen. Ziehe ich natürlich abends aus, weil sie ist ja nicht super bequem. Aber während des Wanderprozesses merkst du richtig, dass dir das Wolflaufen dadurch viel schwerer wird und du viel weniger Probleme hast beim Wandern. Ebenfalls vorbeugen kann man, wenn man morgens sich die betreffenden Stellen, bei denen man schon weiß, dass da Blasenbildung oder Wolflaufen relativ häufig vorkommt, mit einer Creme sozusagen ein bisschen aufweicht, einfettet sozusagen, um damit die Reibung der Haut aneinander zu vermeiden. Dafür ist zum Beispiel sehr gut geeignet Hirschteilcreme. Das heißt, in den Schritt oder zwischen Zehen etc. an den Punkten, wo ihr vielleicht die größten Probleme habt, morgens und auch gern abends vorbeugend auch einfach mit Hirschteilcreme eincremen. Ebenfalls etwas, worauf viele Wanderer schwören, ist Babypuder. Ja, ihr habt richtig gehört, Babypuder. Dieses soll nämlich die Feuchtigkeit beim Wandern absorbieren sozusagen und verhindert damit, dass eben diese Rifflung und damit die höhere Reibung entsteht. Auch noch möglich ist es, sich zwei Socken übereinander anzuziehen, wenn man Blasen vermeiden möchte. Dadurch wird natürlich aber nur die Reibung mit dem Fuß, mit dem Schuh in der Interaktion verhindert, nicht aber, wenn die Blasen zum Beispiel zwischen Zehen entstehen. Am besten vermeidet man Blasen natürlich dadurch, dass man den richtigen Schuh anhat. Hölzerne Erkenntnis, aber stimmt nach wie vor. Ich habe zum Beispiel ein paar Outdoor-Schuhe, die mir im Zehbereich am rechten Fuß ein bisschen zu klein sind, wodurch die kleinen Zehen so ein bisschen zu stark aneinander reiben und das kann schon echt ein Problem werden. Wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks habt, um einen Wolf oder Blasen zu vermeiden, schreibt sie mir gerne mal unten in die Kommentare. Für weitere Tipps und Tricks im Outdoor-Bereich abonniere mich doch einfach jetzt, denn im Outdoor-Adventskalender kommen noch mehr Videos für dich. Ich hoffe, das Video hier hat dir gefallen und du lässt dem Video einen Like da. Hier links und rechts oben gibt es jetzt weitere Tipps und Tricks. Einfach mal durchseppen und ansonsten sage ich tschüss, tschüss, bis zu den nächsten Videos.